Es sind einige Fotos aus den Bergen gekommen und das ist natürlich momentan etwas ganz Besonderes. Im Hintergrund sind die Alpen tief verschneit und im Vordergrund ist alles grün und es wirkt ein bisschen wie im Sommer. Nur ist das nochmal eine ganz, ganz andere Aufnahme hier. Wir haben unsere Alpen in Deutschland und auch in Österreich, da sind sie auch schon relativ hoch. Aber in der Schweiz mit dem Mont Blanc im Hintergrund ist ja jetzt auch nicht in der Schweiz der Berg, aber trotzdem, dass man den so weit sieht, das ist schon was ganz Besonderes. Grüße Sie und grüße euch und danke für die vielen Fotos. Ich kann die Mails nicht alle sichten und ich kann sie auch nicht alle beantworten. Es sind so viele, ich müsste jetzt sofort den Kanal einstellen. Ich glaube, das würde auch diverse Personen freuen. Dann könnte ich die Mails alle beantworten. Aber ich glaube, da mache ich lieber so weiter wie jetzt. Kommen wir zum nächsten Bild von Simon aus dem Mühlviertel, aus dem Böhmerwald. Das ist gar nicht so weit weg von Tschechien und Bayern. Hier auf etwas über 1300 Meter Höhe. Klar, da liegt auch ein bisschen Schnee. Und Schnee liegt auch auf der Nordkette, gesehen von Patsch aus. Das ist in der Nähe von Innsbruck. Geht so dann Richtung Stubaital schon. Und das ist ja alles schneebedeckt. Das sind Schneewände ohne Ende. Und was habe ich euch gestern erzählt mit dem Foto? Erinnert euch dran, mit den Wolken. Und da haben wir sie wieder, wenn sich ein Hoch aufbaut. Und wir drehen mal den Blick und schauen dann Richtung Stubaital rein in die Gletscher. Und die Gletscher hat es natürlich gefreut, dass es da oben ordentlich geschneit hat. Und das lassen wir einfach mal als Hintergrundbild. So wird es jetzt aussehen. Wir müssen noch durch ein paar wolkige Tage hindurch, aber insgesamt wird es doch deutlich freundlicher und wärmer. Schauen wir mal ganz kurz auf eine Bilanz des Aprils. Das ist das alles bis vorgestern. 9,6 Grad die Mitteltemperatur. Das ist im Vergleich zum langjährigen Mittel natürlich zu warm. Was die Niederschläge angeht, da sind wir bei 110%. Im Norden hatten wir das meiste, im Süden und Osten mit das wenigste an Niederschlag. In Sachen Sonnenschein sind wir nur bei 70%. Das meiste in der Mitte, das wenigste im Norden. Und wenn wir noch weitergehen, was die Sonnenscheindauer angeht, und zwar die Bilanz des Frühlings an sich, nicht des Aprils, dann ist es hier im Norden und Nordwesten eher trüb gewesen. Da hinken wir ganz, ganz weit hinterher und im Südosten ist es deutlich freundlicher. Das sind, glaube ich, sind das tatsächlich 68, so und so viel Prozent? Auf alle Fälle ist es im Norden eben trüb. Und genau hier wird in der nächsten Zeit die Sonne die Nase vorn haben. Noch nicht heute, aber es wird geschehen. Einige Sommertage wird es hier in der kommenden Woche geben und vor allen Dingen sehr, sehr viel Sonnenschein. Und in den Gebieten, wo wir schon so viel Sonne in der Relation hatten, wird es ab Donnerstag sehr wechselhaft werden mit Schauern und Gewittern und entsprechend gedämpften Temperaturen. Und dann gibt es noch etwas, streichen wir das da hinten mal weg und bauen hier noch eine Farbe ein. Da haben wir nämlich ein erhöhtes Gewitterrisiko mit Unwetterpotenzial in der nächsten Woche. Das reicht von der Nordsee über den äußersten Westen Deutschlands, so ein Zipfel bis in den Südwesten Bayerns rein und dann auch in die Schweiz. Hier wird es wahrscheinlich mehr Schauer und Gewitter geben, die auch mal kräftiger ausfallen können. Man muss aber dazu sagen, die Lage ist noch sehr wackelig. Mal kommt es zu einer Südlage, dann wieder zu einer Ostlage, dann wieder zu einer Nordostlage. Es geht hin und her, nur der Übergangsbereich dann von der Wärme, die sich bis dahin aufgebaut hat, wieder in kühlere Luft. Die birgt eben momentan aus dieser Sicht das höchste Schauer- und Gewitterrisiko. Schauen wir uns dazu die Niederschlagsmengen an nach dem europäischen ECMWF-Modell. Und da sehen wir auch hier im Westen die höchsten Niederschlagssummen und im Alpenraum. Nach dem amerikanischen Modell ist das alles mal so gesplittet. Im Nordosten trocken, im Südwesten teilweise sehr nass. Und wenn wir das noch erweitern bis zum 11. Mai, dann bleibt es dabei. Im Nordosten eher trocken, dann haben wir einen Übergangsstreifen, der ziemlich nass ist und im Südwesten und auf der Alpensüdseite sehr nass. Das ist jetzt beispielsweise der sogenannte 18er-Lauf gewesen und diese Zone, die wogt hin und her und der 6er-Lauf von gestern hat es noch viel weiter im Nordosten gebracht, ist also ein anderer Lauf. Das ist eben die Unsicherheit. Man kann nicht sagen von heute für die nächste Woche, wo genau diese Luftmassengrenze zwischen der trockenen und der feuchteren Luft liegen wird. Aber wir können sagen, dass der Wärmeberg auf uns zukommt und wir beginnen in Manschnow im Nordosten. Hier haben wir die Wärme, die aufkommt. Die Temperaturen gehen deutlich nach oben. Anfangs ist es trocken. Dann geht es runter mit den Temperaturen. Der Hauptlauf ist in diesem Falle weit unten. Ansonsten alles im Mittel.
Der Hauptlauf ist aber auch hier so gut wie nicht vorhanden, was die Niederschläge angeht. Da kommt mehr runter, als es der Hauptlauf will. Das heißt, die Niederschlagssummen, die wir eben gesehen haben, werden wohl mittelfristig nach oben korrigiert werden. Und das europäische ECMWF-Modell macht genauso in dem Style mit. Auch hier gibt es mehr Niederschläge, davor ist es größtenteils trocken und sonnig und vor allen Dingen warm. Wenn wir in den Südwesten gehen, nach Rheinstetten, da wird es gar nicht so warm, das ist so ein bisschen am Holpern und dann bleiben wir ums langjährige Mittel herum. Wir haben verschiedene Niederschlagsbatzen, anfangs nur einzelne, das sind mal örtliche Schauer und Gewitter. Dann kommt im Laufe der nächsten Woche ein größerer Batzen dazu mit Schauern und Gewittern. Der Hauptlauf ist hier auch noch relativ konservativ und das zieht sich dann bis in Richtung Eisheilige so. Das europäische ECMWF-Modell macht in diesem Trott ebenfalls mit und bringt auch hier diesen größeren Niederschlagsbatzen, der dann viele Schauer und Gewitter bringt. Und wenn die mal stationär sind durch eine Grenzwetterlage, kann einiges runterkommen. Und in den Hochlagen der Alpen, wie zum Beispiel auf dem Mont Blanc, kommt das natürlich als Schnee auf dem Weißen Berg. Ha, gut übersetzt. Der Niederschlag gestern brachte 1,5 Liter pro Quadratmeter deutschlandweit gemittelt. Im Süden war es schon weniger, im Norden noch mehr. In Sachen Sonnenschein war nicht allzu viel los, gerade mal 3 Stunden. Tiefstwerte zwischen -3 und +6 Grad, Höchstwerte zwischen 3 und 12 Grad. Das ist relativ schattig für diese Jahreszeit, wird sich aber in der nächsten Zeit legen. Wir kommen mehr und mehr in eine südliche Lage. Das Tief zieht nach Westen, Richtung Westeuropa, löst eine Südströmung aus und mit dieser Südströmung kommt immer wärmere Luft herangezogen. Das wird sich dann noch weiter aufbauen. Am Dienstag rutscht das Tief auf der einen Seite noch ein Stück weiter nach Westen, auf der anderen Seite ein Höhentief in den westlichen Mittelmeerraum. Wir kommen und bleiben in der Südlage, aber wir sind im Grenzbereich im Westen Deutschlands. Und am Freitag, und das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, haben wir hier genau über den Balearen das Höhentief liegen und ein Bodentief auch über dem Süden Deutschlands. Der Norden Deutschlands profitiert von einem Skandinavienhoch und es kommt die Zunge der Warmluft hier noch rein. Von Südwesten, wohlgemerkt, gräbt sich die kühlere Luft ein. Am kühlsten ist es mit in Spanien, aber noch in Skandinavien und im Baltikum oben. Wir gehen nochmal zurück auf die Druckkarte. Da startet wahrscheinlich schon wieder kältere Luft. Und wenn dieses Hoch Richtung Island und Grönland weicht, dann kommt die kältere Luft voran. Das kann passieren und der Hauptlauf macht das. Das schauen wir uns gleich an. Jetzt erst einmal das Wetter dieser Tage. Wir starten mit dichten Wolken im Westen, vor allen Dingen im Nordwesten mit Regen. Im Laufe des Tages kommt die Front südostwärts voran, wird dabei löchriger werden und es gibt mal etwas Sonne zwischendurch. Im Südosten schließen sich diese riesigen Sonnenscheinfenster und dann wechseln sich Sonne und immer mehr Wolken ab. Der Wind kommt hier aus südöstlichen, aus nordöstlichen Richtungen, sonst aus südwestlichen Richtungen. An der Ostsee ist er sehr ruppig. Die Höchstwerte erreichen maximal 9 Grad in den westlichen Mittelgebirgen und 18 Grad im Weinviertel. Am Samstag haben wir in der Südosthälfte viel, viel Sonnenschein. In der Nordwesthälfte sind immer mal wieder Schauer und vereinzelte Gewitter unterwegs. Aber auch hier kommt mal die Sonne zum Zuge. Der Wind, der kommt so klecksmäßig da rausgeweht hier an der Ostsee aus östlichen und in den Benelux-Ländern aus südwestlichen Richtungen. Wo sind denn die Temperaturen? Die Temperaturen erreichen dazu, was hatten wir, 17 bis 23 Grad. Kühler bleibt es direkt an der See. Am Sonntag, da gibt es im Nordwesten auch einzelne Schauer und Gewitter. Von den Vogesen her kommen ebenfalls Wolken herangezogen mit etwas Regen. Ansonsten ist es nach wie vor recht sonnig. Der Wind ein bisschen konvergent auf der einen Seite aus östlichen, auf der anderen Seite aus westlichen Richtungen. Und die Temperaturen sind zweigeteilt. 13 bis 20 Grad sind es in der Westhälfte und 19 bis 25 Grad in der Osthälfte. Da geht es also schon los mit dieser Grenze. Am Montag dann ein paar Schauer, vor allen Dingen in der Mitte und im Westen, 16 bis 24 Grad, im Osten und Südosten bis zu 25 Grad, Südosten Österreichs bis zu 26 Grad, im Regen der westlichen Mittelgebirge gerade mal 10 Grad. Das ist dann schon herb, wenn wir zum Beispiel in den Hochlagen des Westerwaldes, des Sauerlandes, vor allen Dingen aber von Eifel und Hohenfenn nur wenig über 10 Grad haben. Am Dienstag haben wir eine höhere Schauer- und Gewittertätigkeit im äußersten Westen. Die können unwetterartig ausfallen. Nach Osten so ist es sonnig und hochsommerlich warm, aber so richtig schön warm, so richtig wie im Sommer. Und damit verabschiedet sich der April und sagt, ich bin ein bisschen wärmer als, was heißt ein bisschen, ich bin deutlich wärmer als in den Vormonaten gewesen. April-Vormonate, letztes Jahr, vorletztes Jahr und vor 3 Jahren ist ja der April mal nach unten gegangen, was wir gar nicht mehr kannten, war fast 30 Jahre ganz weit oben und jetzt ging er nach unten. Und dieser April wird rein statistisch so ein bisschen im Nirvana verschwinden.
Der ganz, ganz warme April wird es dann nicht werden. Und der Mai startet mit einer doch recht interessanten Wetterlage. Auf der einen Seite ist es weiterhin frühsommerlich. Die Temperaturen erreichen 22 bis 30 Grad. Im Südwesten wahrscheinlich deutlich kühler mit ein paar Schauern und Gewittern. Und deutlich, aber erheblich kühler, fast schon kalt, ist es Stand der Dinge derzeit an der Ostsee. Hier ziehen auch ein paar hochnebelartige Wolken auf mit ruppigem Nordostwind und gerade mal um die 10 Grad. Und dann, wir bleiben dabei und machen von Donnerstag bis Sonntag der nächsten Woche eine einheitliche Wetterkarte. Im Norden und Nordosten bleibt es sonnig. Anfangs werden bis zu 30 Grad erreicht. In den übrigen Gebieten gibt es mal mehr Schauer und Gewitter, mal weniger. Das Ganze geht los. Im Südwesten zieht sich dann bis in die Mitte. Und wenn es längere Zeit regnet, sind es gerade mal zum Beispiel im Jura nur 10 Grad. Ansonsten je nach Sonnenscheindauer 15 bis 25 Grad. Und dann kommt, wie eben erwähnt, mit dem Hauptlauf eine mögliche Abkühlung. Und zwar am Sonntag in einer Woche, da gehen die Temperaturen auf 10 bis 20 Grad zurück und der Nord- bis Nordwestwind wird deutlich auffrischen. Das läge dann an einem Polarluftvorstoß, der von Nordwesten reinkommen würde. Das ist der momentane Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells. Das Mittel sieht es nicht so, ich wollte euch diese Karte nur vorstellen, würde dann nach ein paar Tagen wieder verschwinden. Ordnen wir das Ganze ein. Der Hauptlauf ist hier in hellgrün, ist das da. Und da haben wir zum Beispiel hier 6. 7. Mai im Norden Deutschlands Tagestemperaturen von unter 10 Grad, während die wärmsten Läufe auf über 25 Grad gehen. Das Mittel liegt bei um die 15 Grad. Zuvor gibt es den Anstieg der Temperaturen auf um und über 20 Grad, dann auf um die 15 Grad. Hier unten sind die Niederschlagssignale und wenn das immer so zacken sind, ist das konvektiv, bedeutet Schauer und Gewitter. Geht es über mehrere Tage so bogenförmig drüber, dann ist das eher stratiform und das bedeutet Tiefdruck geprägt mit längeren Regenfällen. Das Ensemble für den Westen, auch hier ein deutlicher Temperaturanstieg, später wieder um die 15 Grad. Sehr, sehr niederschlagsreich soll es hier werden, in der Mitte letztendlich auch. Da haben wir einen größeren Niederschlagsbatzen Anfang Mai, kurz mal über 20 Grad, dann um die 15 Grad und knapp darüber. Im Osten geht es sehr weit rauf. Wir sind hier um die 25 Grad für ein paar Tage. Anfangs trocken, dann nimmt die Schauer- und Gewitterneigung langsam zu, ehe die Temperaturen ein bisschen zurückgehen, aber mit einem ganz, ganz großen Range. Da sind ein paar Läufe dabei, die wollen es dann einfach sommerlich und trocken belassen. Im Süden Deutschlands geht es auch so deutlich rauf mit den Temperaturen. Da bleiben wir ein paar Tage. Dann pendeln wir uns so zwischen 10 und 20 Grad ein mit einem größeren Range zwischen kalt und warm. Sehr, sehr viele Niederschläge und da seht ihr so ein paar Ausreißer, die nach oben gehen. Und das können dann solche Lagen werden, wo sich Schauer und Gewitter bilden und die sich stationär halten. Gegen eine Hochströmung mit Wind, zum Beispiel an den Alpen, kann das passieren. In Luzern genauso, Temperaturanstieg, aber nur relativ kurz. Dann geht es hier auf um die 10 Grad runter, ein großer Niederschlagsbatzen. Es wird sehr niederschlagsreich in den Westalpen werden, in den Ostalpen oder an den Ostalpen teilweise auch. Beispiel hier für Linz, kurzer, deutlicher Temperaturanstieg, dann wieder ein Abfall auf Werte so um die 15 Grad und ein bisschen darüber mit einem großen Range zwischen den kälteren und schattigen Läufen und den doch eher sommerlich anmutenden Läufen.